Okay, wir waren stehen geblieben bei Interaktionseffekten. Und zwar haben wir hier das Gehalt in Abhängigkeit von Geschlecht, von Erfahrung und von Geschlecht und Erfahrung. Ne? Von einem, das nennt man Interaktionsterm, wo Geschlecht und Erfahrung beides drinsteckt, nämlich multiplikativ knüpft und es kriegt auch noch einen Koeffizienten. Das heißt, es wird behandelt wie eine separate Variable. Und genau. Aber das bedeutet natürlich jetzt auch, dass Beta und Gamma und Delta für sich genommen nicht mehr zu interpretieren sind. Denn was uns ja eigentlich wirklich interessiert, ist der marginale Effekt. Sagen wir, wir interessieren uns hier für den marginalen Effekt von Arbeitserfahrung. Dann bilden wir die partielle Ableitung. Wo steckt überall Arbeitserfahrung drin? Arbeitserfahrung steckt drin, einmal hier in dem Term und dann hier in dem Term. Okay, wir leiten den ersten Term ab, bleibt übrig Gamma. Wir leiten den zweiten Term ab, bleibt übrig Delta und außerdem Geschlecht. Ne? Das wird ja behandelt wie ein Parameter, der einfach vor der Variable steht. Und das heißt, der marginale Effekt von Arbeitserfahrung in diesem Beispiel hängt ab von der Ausprägung der Variable Geschlecht. Und wir haben Glück, denn die Variable Geschlecht kann ja nur zwei Ausprägungen annehmen, einmal 1, einmal 0. Das heißt, für Männer würden wir bei der Variable einsetzen 1. Dann wäre der marginale Effekt der Arbeitserfahrung für Männer eben Gamma plus Delta. Das ist wiederum jetzt eine Konstante. Und für Frauen setzen wir bei der Geschlechterdummy-Variable ein den Wert 0. Dann fällt das Delta weg und wir haben nur noch Gamma. Okay? Und das kann man grafisch ganz leicht veranschaulichen. Diesmal probiere ich es mit dem Lineal. Oder? Nee, es geht nicht wirklich. Ja, das hier ist die ganz normale Grafik vom Anfang, die wir hatten. Das hier wäre, nehmen wir an, das hier wäre die Steigung Gamma. Das heißt, das hier wäre die Regressionsgrade, das hier wäre der marginale Effekt für Frauen. Okay, und nehmen wir an, Arbeitserfahrung, der Interaktionseffekt wurde positiv geschätzt. Das heißt, wir nehmen einfach mal an, dieses Delta wird als irgendein Wert größer 0 geschätzt. Das heißt, die Interpretation wäre dann, Männer haben grundsätzlich ein höheres Gehalt. Und das heißt, dass der marginale Effekt der Arbeitserfahrung grundsätzlich um ein bestimmtes Stück nach oben verschoben ist. Das hier soll parallel sein. Die Steigung hier. Oh, jetzt habe ich. Sorry, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Okay, die Steigung für die Männer ist einfach steiler. Ja? Das heißt, der Effekt für Männer wäre sowas. Und dann hätten wir eine Steigung Gamma plus Delta. Das heißt, für jedes Jahr Arbeitserfahrung das hier muss Erfahrung heißen. Für jedes zusätzliche Jahr an Arbeitserfahrung profitieren Männer stärker von dieser Arbeitserfahrung als Frauen. Okay? Schauen wir uns das an dieser Stelle an. Wenn wir hier Arbeitserfahrung um 1 verändern, profitieren Frauen um so viel, nämlich Gamma. Und Männer an dieser Stelle profitieren von einem größeren Stück, nämlich Gamma plus Delta.
Okay? Das ist die grafische Interpretation dieser Interaktion. Und das ist eben leicht, weil weil die eine Variable, mit der wir interagieren, eben eine Dummy-Variable ist, den Wert nur Werte zwischen 0 und 1 annimmt. Okay? Aber was ist denn jetzt, wenn die Variable, mit der interagiert wird, nicht nur den Wert 0 und 1 annehmen kann, sondern irgendwelche Werte? Das schauen wir uns jetzt an. Jetzt haben wir ein Modell, wo Gehalt abhängt einmal von Bildung, einmal von Erfahrung und einmal Bildung mal Erfahrung. Okay? Entschuldigung. Vielleicht sollte ich einen Tastenkürzel einrichten, um mein Mikrofon auszuschalten. Okay. Wir interessieren uns jetzt, sagen wir mal, für den marginalen Effekt der Bildung. Das heißt, wir bilden die partielle Ableitung von Gehalt nach Bildung. Bildung steckt drin, einmal da oben in dem einen Term bleibt übrig Beta und in dem Interaktionsterm steckt Bildung auch noch drin, bleibt übrig Delta mal Erfahrung. Okay, Bildung fällt weg. Bildung hoch 0 ist 1 und brauchen wir nicht hinschreiben. So, das heißt, der marginale Effekt der Bildung auf das Gehalt hängt ab vom Niveau der Arbeitserfahrung. Je mehr Arbeitserfahrung eine Person hat, desto stärker beeinflusst das hier den marginalen Effekt der Bildung. Was macht Sinn hier, negativ oder positiv? Sagen wir mal, Beta wurde positiv geschätzt und Delta wurde negativ geschätzt. Okay? Was wäre dann hier die Interpretation? Denken Sie zurück an die Interpretation mit dem quadrierten Term. Das ist hier ziemlich ähnlich. Wir haben zwei gegenläufige Effekte. Einmal den positiven Effekt der reinen Bildung und dann den negativen Effekt, der hier aus dem zweiten Term kommt. Ne? Je größer dieser Term hier Erfahrung wird, desto eher überwiegt der negative Teil. Und theoretisch könnte der gesamte Effekt auch negativ werden. Das würde aber jetzt von den konkreten Zahlenwerten abhängen. Okay? Aber was wir jetzt einfach nur im Kopf behalten wollen, ist ein positives Beta und ein negatives Delta. Zur Sicherheit schreiben wir es hier nochmal hin. Die Steigung ist Beta plus Delta Erfahrung, wobei das hier positiv ist und das hier negativ. Okay, das können wir natürlich jetzt nicht mehr so einfach wie vorhin mit der Dummy-Variable in der Grafik eintragen. Warum? Weil Erfahrung kann ja genauso viele Werte annehmen wie Bildungsjahre. Und das heißt, theoretisch würden wir hier 20 verschiedene Geraden einzeichnen und das würde sehr unübersichtlich werden. Okay, aber was wir dann machen können, ist einfach aussagekräftige Werte von weit unten und weit oben einfügen. Okay, sagen wir, okay, die Gerade, die da schon drin ist, die hat die Steigung Beta. Okay, das wäre dann mit 0 Jahren Arbeitserfahrung. Okay, wenn wir jetzt einen relativ kleinen Wert an Arbeitserfahrung einsetzen, dann würde das die Steigung dieser Bildungsgeraden ein bisschen flacher machen. Ne? Bisschen flacher, sagen wir, das wäre irgendwie 5 Jahre Arbeitserfahrung. Und wir könnten uns überlegen, okay, wenn wir dann relativ viel Arbeitserfahrung haben,
könnte die Steigung sogar negativ werden. Ja, das Beta hypothetisch für irgendeinen Wert, keine Ahnung, 15 Jahre Erfahrung. Bei 15 Jahren Arbeitserfahrung ist Bildung nicht mehr vorteilhaft für das Gehalt, im Gegenteil, ist es eher negativ. Das habe ich mir jetzt komplett ausgedacht. Ich keine Ahnung, wie da, ob man das theoretisch so erklären könnte. Hier geht es nur darum, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, was diese Interaktion für die Grafik bedeutet. Okay? Das Wichtige ist, der marginale Effekt hier ist nicht konstant, ist nicht einfach nur Beta, irgendeine Zahl, sondern hängt ab davon, was wir für die Variable Erfahrung einsetzen. Okay. Kommen wir jetzt schon zum vorletzten Teil für heute. Das Modell, das wir schätzen, könnte auch ganz anders aussehen. Nämlich, es könnte auch so aussehen, dass wir die Variable Gehalt logarithmiert betrachten und Bildung auch logarithmiert betrachten. Warum? Sei jetzt erstmal die Gründe dafür seien jetzt erstmal zurückgestellt. Was bedeutet es denn jetzt hier für die Interpretation? Das Modell, so wie es hier steht, das können wir auch einfach mit OLS schätzen und wir behandeln den Logarithmus von Gehalt dann so wie als abhängige Variable und den Logarithmus von Bildung behandeln wir ganz normal als unabhängige Variable und kriegen dann eben Koeffizienten Alpha und Beta raus. Und wie interpretieren wir das jetzt? Das sieht erstmal ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man die Logik dahinter versteht, ist es eine sehr, sehr schöne und intuitive Interpretation. Okay. Wir wollen ja wissen, was unser marginaler Effekt ist und dafür wollen wir den, unabhängig davon, was da jetzt als Funktion steht, Logarithmus, wollen wir dann die partielle Ableitung von Gehalt nach Bildung berechnen. Und damit wir das machen können, müssen wir links erstmal die Variable Gehalt so hinschreiben, dass wir sie normal ableiten können. Wie heben wir den Logarithmus auf? Wir benutzen auf beiden Seiten der Gleichung die e-Hochfunktion, die Exponentialfunktion. Was passiert dann links? Links passiert dann das hier, e hoch log Gehalt und e hoch und log kürzen sich quasi weg, sodass nur noch Gehalt übrig bleibt. Und auf der rechten Seite machen wir das gleiche, aber das lassen wir dann erstmal explizit stehen. Da steht dann e hoch Alpha plus Beta mal log Bildung plus UI. Und was sehen wir jetzt schon? Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Was sehen wir aber sofort? Das, was hier oben steht, ist nichts anderes als der Logarithmus von Gehalt. Ne, das sehen wir ja hier aus dieser Gleichung. Das halten wir jetzt im Hinterkopf. So, jetzt bilden wir die Ableitung von Gehalt nach Bildung. Das ist nicht mehr so leicht wie vorhin. Wir müssen jetzt die Kettenregel anwenden, denn Bildung steckt hier oben in einer Funktion drin. Wiederum in einer Funktion. Das heißt, wir müssen die Kettenregel anwenden. Kettenregel ist ganz einfach. Innere mal äußere Ableitung. Das heißt, der partielle Effekt von Gehalt nach Bildung. Was ist denn hier die innere Ableitung? Innere Ableitung bezieht sich nur auf den Teil hier oben im e hoch. Was ist, wenn wir da nach Bildung ableiten? Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal das Beta. Ne? Das ist hier. Und dann müssen wir noch den Logarithmus von Bildung ableiten. Und wenn Sie in Ihr Heft, in Ihre Formelsammlung aus der Schule schauen, ist das nichts anderes als 1 durch Bildung. Okay? Ja, der Logarithmus von einer Variable x abgeleitet ist 1 durch x. Das heißt, wir haben eine 1 durch Bildung stehen. Das ist das hier. Okay? Das ist schon mal die innere Ableitung. Beta durch Bildung. Dann, ich radiere das mal weg, damit wir ein bisschen besser sehen können.
dann bleibt noch übrig die äußere Ableitung. Die äußere Ableitung ist dann, wir schauen uns an, hier steht ja vereinfacht gesagt E hoch Logarithmus von Gehalt. Und wenn Sie in Ihre Formelsammlung schauen, die Ableitung von E hoch irgendwas ist einfach E hoch irgendwas. Es bleibt gleich. Ja? Wir können also beibehalten E hoch Logarithmus von Gehalt. Und wie ich eben schon gesagt habe, E hoch und Logarithmus kürzen sich quasi weg, so dass auf der rechten Seite hier nur noch Gehalt übrig bleibt. Gehalt mal Beta durch Bildung. Okay, das ist quasi der marginale Effekt. Das sieht relativ kompliziert aus und ist jetzt nicht wirklich irgendwie intuitiv einleuchtend, aber es wird einleuchtend, wenn wir das Ganze umstellen, und zwar nach Beta. Wenn wir das nach Beta auflösen, dann haben wir hier stehen, die Ableitung von Gehalt nach Bildung mal Bildung durch Gehalt. Also sowas. So, und ich bin mir nicht sicher, ob Sie das in Mikroökonomik behandelt haben oder nicht, aber wenn ja, dann erkennen Sie es sofort. Das hier ist nichts anderes als eine Elastizität. Und Elastizitäten sind ganz wunderbar zu interpretieren, nämlich mit Prozentaussagen. Wie ist jetzt also die Interpretation von Beta? Wenn sowohl unser y als auch unser x logarithmiert benutzt werden in einer OLS-Schätzung, dann können wir das so interpretieren: Wenn ich x um 1% verändere, dann verändert sich y um Beta-Prozent. Sie sehen, das ist eine ziemlich schöne Interpretation. Und warum sollte das, wann kann das praktischer sein als eine ganz normale Interpretation? Es gibt diverse Gründe, einen Logarithmus zu benutzen. Einmal, das Logarithmieren verringert den Einfluss von Ausreißern. Wir transformieren quasi die Daten in eine andere Form, wo die Effekte zwar qualitativ gleich bleiben, aber insgesamt verringern wir den Einfluss von Ausreißern, weil die Daten ein bisschen kompakter, ein bisschen homogener werden. Okay? Und das verringert dann die Wahrscheinlichkeit, dass Ausreißer unser Ergebnis irgendwie signifikant beeinflussen können. Das ist ein Grund, warum gerne logarithmiert wird. Ein anderer Grund ist, dass wir uns nicht mehr um die Messeinheiten kümmern müssen. Ja? Vorher, wenn wir über den marginalen Effekt von Bildung gesprochen haben, mussten wir immer sagen, wenn ich Bildungsjahre um ein Jahr verändere, was passiert dann mit Gehalt? Ja, dann, und zwar, was passiert dann mit Gehalt in, keine Ahnung, Dollar oder 1000 Dollar oder 100.000 Dollar und so weiter. Wir müssen immer genau aufpassen, was die Maßeinheit ist. Und wenn wir das nicht haben wollen, dann ist es eben praktisch, einen Logarithmus zu benutzen. Das ist jetzt erstmal eine rein willkürliche Aussage, aber stellen Sie sich vor, Sie haben Variablen, für die es keine sinnvolle Maßeinheit gibt. Ja? Zum Beispiel irgendein Durchschnitt aus verschiedenen Variablen oder irgendeine Variable, die konstruiert ist und irgendeine eine soziale Einstellung darstellen soll. Und für solche Variablen gibt es keine natürlichen Maßeinheiten, dann kann es praktisch sein, Elastizitäten zu benutzen. Ne? Dann kann man in Prozenten sprechen und dann macht es doch irgendwie Sinn. So, genau, das ist eigentlich alles, was ich zu sagen hatte zu logarithmierten Variablen und Elastizitäten. Es macht einen Unterschied, ob... Also die Interpretation, so wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, in Prozent und Prozent, das ist nur gültig, wenn sowohl die abhängige als auch die unabhängige Variable logarithmiert sind. Wenn nur eine logarithmiert ist, dann verändert sich die Interpretation ein bisschen. Aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Ne? Wenn das auftaucht, schauen wir uns das nochmal im Detail an. So, als allerletztes für heute wollte ich Ihnen gerne zeigen ein Beispiel. Eine beispielhafte Schätztabelle. Okay?
Das war ja alles bis jetzt eher abstrakt und wir haben uns echte Daten hauptsächlich als Grafiken angeschaut. Aber die Grafiken basieren auf irgendwelchen Schätzungen und eine Beispielschätzung ist hier abgetragen. Wir sehen jetzt hier eine beispielhafte OLS-Ergebnistabelle, erstellt mit dem Statistikprogramm Stata, mit dem ich gerne arbeite. Und zwar für den Zusammenhang zwischen Lohn und Bildungsjahren. Die Schätzgleichung habe ich Ihnen hier nochmal separat hingeschrieben. Also Gehalt in Abhängigkeit von Konstanten plus Steigung und Bildungsjahre. Okay, und hier ist der Fehlerterm. So, was können wir denn noch sehen? Sie sehen schon, Sie merken schon, ich habe einen bestimmten Teil der Tabelle schon mal ausgeblendet, weil uns das hier in dieser Veranstaltung gar nicht interessiert. Was können wir denn hier in der Tabelle noch sehen? Einmal, wir haben 526 Beobachtungen in dieser Schätzung. Wenn wir in die Tabelle reingehen, sehen wir eine Spalte mit den geschätzten Koeffizienten. Wir sehen, dass für Beta 1 der Wert 0,54 geschätzt wird. Was ist die Interpretation? Die Interpretation ist, dass Individuen mit mehr Bildungsjahren auch mehr verdienen. Okay? Um die Einheiten kümmern wir uns jetzt mal nicht, da unsere Daten aber in der Realität nie ganz genau dem linearen Zusammenhang entsprechen. Das wissen wir, ne? Wir legen immer eine Gerade durch eine Punktewolke und die Punkte liegen nie genau auf der Geraden. Deswegen müssen wir jetzt noch was über die Signifikanz aussagen, darüber, wie gut dieser Koeffizient geschätzt wurde. Und hierfür schauen wir uns den sogenannten den P-Value an, den Sie schon mal kennengelernt haben. Und den P-Value nennen wir auch das Signifikanzniveau. P-Value ist hier hinten in dieser Spalte und wir sehen hier einen ganz kleinen Wert und wenn Sie sich zurückerinnern, ein ganz kleiner P-Value spricht für ein signifikantes Ergebnis. Ja. Sie erinnern sich, so wie Sie es kennengelernt haben, würde das hier bedeuten, der Unterschied in Gehaltsniveaus zwischen Leuten von verschiedenen Bildungsniveaus, der lässt sich nicht mehr durch Zufall erklären. Okay? Der ist so stark, dass wir ihn signifikant nennen. Und das wird durch den kleinen P-Value ausgedrückt. Das heißt, hier könnten wir sagen, der Zusammenhang zwischen Bildungsjahren und Löhnen ist positiv und signifikant. Was Sie auch noch sehen, ist das Konfidenzintervall, über das wir gesprochen haben. Und Sie sehen hier das 95% Konfidenzintervall. Die untere Grenze für das 95% Konfidenzintervall ist 0,43, die obere Grenze ist 0,64. Sie sehen, also die Grenzen des Konfidenzintervalls sind beide im positiven Bereich. Das spricht eben dafür, dass wir auf jeden Fall einen positiven Zusammenhang hier beobachten. Eine Sache, die ich Ihnen noch nicht erzählt habe, ist das sogenannte R-Quadrat. Das ist ein Maß für die Gesamtgüte unserer Schätzung. Ja? Das R-Quadrat ist der Anteil der Varianz in Y, der durch die Varianz aller erklärenden Variablen x erklärt werden kann. Hier ist es ja nur eine. Was ist hier die Interpretation inhaltlich? Circa 16% der Variation in Löhnen in dieser Stichprobe lässt sich durch Variation in Bildungsjahren erklären. Ja, vom reinen Bauchgefühl her gilt natürlich, dass je höher das R-Quadrat, desto besser ist unsere Schätzung. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn man kann verschiedene Schätzungen nur unter bestimmten Bedingungen vergleichen, nämlich nur wenn genau die gleiche Stichprobe benutzt wird. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt nicht einfach eine Studie angucken und eine andere Studie und dann das R-Quadrat vergleichen, weil es sich auf verschiedene Stichproben bezieht.
Okay, was sehen wir noch in dieser Tabelle? Wir haben auch einen geschätzten Koeffizient Beta 0, das ist die Konstante, wird geschätzt, da ist minus 0,9, aber wir sehen, der P-Value ist relativ hoch, 18,7%, und wir sehen dann beim 5% Konfidenzintervall, sehen wir schon, okay, wir haben hier als untere Grenze einen negativen Wert, als obere Grenze einen positiven Wert. Das heißt, wenn wir 5% jetzt als Signifikanzniveau wählen würden, könnten wir nicht sagen, dass wir uns sicher sind. Also wir können uns nicht zu 95% sicher sein, dass quasi das Grundgehalt in dieser Stichprobe auf jeden Fall positiv ist. So, das hier war mir ganz wichtig, Ihnen nochmal zu zeigen, als Beispiel, wie ein Schätzergebnis aussehen kann. Ja, in den Artikeln, die wir uns anschauen, die werden nochmal ein bisschen anders aussehen, ein bisschen hübscher aufbereitet, ein bisschen kondensierter. Ja, aber ich denke, ja, das reicht erstmal für heute. Ich habe auch gar nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt ein bisschen weniger Vorlesungen gemacht haben diese Woche. Denn ja, das Thema Ökonometrie ist doch relativ schwer für Sie, gegeben Ihre Vorkenntnisse. Aber ich denke jetzt mit der Extrazeit, die Sie jetzt nochmal zum Nachholen und Lesen haben und mit der extra Übungssitzung am kommenden Freitag, sollten Sie einigermaßen gut gewappnet sein für den Rest der Vorlesung. Und nächsten Montag fangen wir dann wirklich mit dem Kurstheorem an. Und jetzt ist meine Stimme endgültig weg.